Liebe Kunstfreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich im Foyer des Malerathaus begrüßen. Viele bekannte Gesichter aus Politik, Wirtschaft und Bürger. Ich möchte aber trotzdem einen besonders begrüßen, und zwar unseren neuen Kulturausschussvorsitzenden, Herrn Dagel. Herzlich willkommen. Für dein neues Amt. Viel Erfolg, viel Glück für die nächste Zeit. Die Ausstellung Non-Violence im Rathaus der Stadt Mahl überbringe ich Ihnen auch die Grüße von Bürgermeister Werner Arndt, der heute Morgen leider durch einen anderen Termin verhindert ist. Der schwedische Künstler Carl Fredrik Reutersberg hat mit großzügiger Unterstützung des Freundeskreises Haverkuck, unserem Skulpturmuseum Glaskasten, ein Konvolut von Arbeiten geschenkt. Darunter befinden sich einige Bronzemodelle, Zeichnungen, ein Hologramm und Bücher. Der Mittelpunkt der Schenkung ist jedoch die große Version der Bronzeskulptur Non-Violence, ein überdimensionaler Revolver mit zwei Knoten im Lauf. Verschiedene Varianten der berühmten Skulptur, die als Symbol gegen Gewalt gilt, wurden bereits weltweit ausgestellt und eine von ihnen findet man auch auf dem Keilerplatz ihren Ehrenplatz. Für das Konvolut von Arbeiten möchte ich Herrn Reutersberg und seiner gleichnamigen Stiftung herzlich danken. Ich bedauere es sehr, dass wir Herrn Reutersberg heute aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich willkommen heißen dürfen und wünschen auf diesem Wege eine schnelle Genesung. Meine Damen und Herren, damit die Skulptur, die auch als verknotete Pistole bezeichnet wird, einen festen Standpunkt hat, steht sie auf einem Sockel, für den ich mich bei Michael Stangl und Katrin Frendo von der RWE Deutschland AG herzlich bedanken möchte. Auch die Blumeningenieur Rolf Müller möchte ich für diese Statik danken. Ohne ihre Mithilfe wäre die Realisierung und Aufstellung des Sockels sicher nicht möglich gewesen. Mein ganz besonderer Dank gilt natürlich dem Freundeskreis Haverkuck. Man muss kein Hellseher sein, um festzustellen, dass diese Ausstellung ohne die Unterstützung des Freundeskreises, der seit vielen Jahren unser Skulpturmuseum Glaskasten in seiner Arbeit unterstützt, nicht möglich gewesen wäre. Dafür geht mein herzlicher Dank an die Förderung. Danken möchte ich auch unserem Museumsdirektor Georg Elben und seinem Team, das wieder einmal eine sehenswerte Ausstellung nach Mahl gebracht hat, die hoffentlich viele Besucherinnen und Besucher finden. Meine Damen und Herren, ich übergebe das Wort jetzt an unseren Museumsdirektor Herrn Elben und wünsche Ihnen im Interesse der Ausstellungsbesichtigung und vielen anregenden Gesprächen Glück auf.